Trainer, bevor wir sportlich werden, gibt es zunächst einmal ein kleines Jubiläum. 2 Jahre Rüdiger Rehm, genau vor 2 Jahren wurdest du hier vorgestellt. In der schnelllebigen Fußballzeit sind ja auch 2 Jahre vielleicht keine Selbstverständlichkeit. Deswegen Rüdiger Rehm und Wien Wiesbaden, warum passt das so gut? Oh, ich glaube, dass wir insgesamt als ganzes Team ganz gut funktionieren. Ja. Das hat jetzt nichts mit dem Trainerstab allein zu tun, sondern ich glaube auch, dass die Geschäftsstelle einfach auch einen guten Job gemacht hat. Ja, die Mannschaft hat ihren Teil dazu beigetragen. Es war so ein bisschen eine sehr gute Welle, auf der wir geschwommen sind jetzt in den 2 Jahren. Wir haben einen hervorragenden Punkteschnitt erreicht. Fehlt immer noch ein paar Kleinigkeiten, an denen arbeiten wir und versuchen natürlich auch noch weiter das zu verbessern. Aber ich glaube schon, dass wir sehr, sehr viel optimiert haben. Auf einer Erfolgswelle schwimmt der SVW auch derzeit mit 4 Siegen in der Rückrunde. Am Samstag bzw. am Sonntag gab es einen 3:2-Sieg in Braunschweig. Womit hat die Mannschaft da aus deiner Sicht sich die 3 Punkte verdient? Ja, erstmal haben wir natürlich brutal dagegen gehalten. Ja, in einem Stadion, was gut gefüllt war mit gut knapp 20.000 Zuschauern oder 18.000 Zuschauern, sehr gute Stimmung gewesen ist, da muss man in der Atmosphäre auch erstmal bestehen. Ja, wir haben natürlich auch sehr, sehr viele junge Spieler auf dem Platz gehabt, die da aber auch sich komplett befreit haben davon, die eher so ein bisschen die Stimmung mitgenommen haben und das eher so ein bisschen als Herausforderung gesehen haben, das, was wir auch wollten. Und wir haben, wie gesagt, körperlich sehr, sehr gut dagegen gehalten, haben wieder sehr, sehr effektiv auch zugeschlagen, auch wieder ein Standardtor gemacht, ein super Kontertor geschossen, den Elfmeter auch über den Konter hervorragend rausgeholt. Also vieles, was uns einfach auch in die Karten spielt und wo wir natürlich auch sehr, sehr stark sind, was wir weiter optimieren wollen. Und dass wir dann 2 Gegentore kriegen, das war sicherlich ärgerlich. Das erste war sicherlich eine schwierige Situation. Wir müssen es klären. Trotzdem war es auch eine Abseitsstellung, eine klare, die dann eben auch mal gegen uns entschieden werden kann. Da haben wir uns aber auch geschüttelt und diesen Rückschlag hingenommen. Und das zweite war so ein Flippertor, was uns auch nicht passieren darf, weil wir da zu viele Ballverluste kurz vor unserem oder in unserer Hälfte hatten. Das darf uns nicht passieren in der Phase. Aber es ist einfach auch menschlich. Und trotzdem haben wir das auch wieder gut weggesteckt und dann eben nachhinein hinten raus gar nichts mehr zugelassen. Stichwort menschlich. Es gibt sicherlich auch den einen oder anderen Fan, der vielleicht vor dem Hintergrund des Spiels in Cottbus und jetzt auch in Braunschweig sagt, müsst ihr es denn immer so spannend machen? Vor dem Hintergrund, dass am Spieltag ansonsten alle Mannschaften, die vor dem SVW standen, nicht dreifach punkten konnten, muss man erstmal sehen, dass sich diese Welle, die dann zunächst erst in Cottbus und dann jetzt auch in Braunschweig dann in der Endphase auf den SVW zurollte, dass es auch schon mal eine besondere Leistung ist, da dann auch standgehalten zu haben. Ja, ich glaube, es ist ganz normal, dass die Spiele eng sind. Ja, meine Frau wünscht sich auch manchmal zu Hause, dass es ein bisschen angenehmer ist, vorm Fernseher zu sitzen und da durchzukommen. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert und Fußball und dritte Liga sowieso nicht. Ja, deswegen muss man sich jeden Sieg ganz, ganz hart erarbeiten und da sind wir genau auf dem richtigen Weg. Wir unterschätzen nichts, wir nehmen nichts auf die leichte Schulter, sondern wir wissen, dass die Siege, die wir jetzt errungen haben, nicht geschenkt worden sind und auch nicht durch irgendwelche spielerischen Klassen erreicht worden sind, sondern das war einfach harte Arbeit, was wir gegen den Gegner gelegt haben und dann eben auch versucht haben, natürlich auch Fußball zu spielen, was wir sicherlich auch ganz gut können. Und damit sind wir bisher als verdiente Sieger in den 3 Spielen nach der Winterpause vom Platz gegangen. Aber es wird uns jetzt auch in Unterhaching ein ganz, ganz schweres Spiel erwarten. Ein ganz, ganz harter Gegner und die nächsten Wochen, Monate genauso. Und da müssen wir uns einfach dagegen stemmen. Unterhaching ist das Stichwort. Wer kann auf der personellen Seite dabei mithelfen? Inwieweit hat sich die Personalsituation geändert? Oder ganz kurz gesagt, wer fehlt weiterhin aus? Ja, es fehlt jetzt im Moment eigentlich nur noch Sebastian Rovca, Patrick Schönfeld und Manuel Schäffler. Alle anderen sind im Mannschaftstraining. Ja, auch die krankheitsbedingte Ausfälle vom Wochenende haben wir wieder regeneriert, sind wieder da und werden ins Mannschaftstraining wieder einsteigen in der Woche. Ja, das heißt, das sind im Endeffekt auch alle wieder zur Verfügung. Natürlich ist der eine oder andere noch ein bisschen geschwächt. Klar kommt auch der eine oder andere erst aus einer Verletzung zurück, wo es auch ein bisschen länger dauert. Ja, wir haben viele Spieler im Kader, die jetzt im Endeffekt auch darauf drängen, zum Einsatz zu kommen. Und das ist gut so. Die Konkurrenzsituation ist gut. Die Stimmung ist gut, ja, die Intensität im Training ist gut und auch das, was von der Bank reinkommt, erfüllt auch ihren Job. Deswegen sind wir da rundum zufrieden im Moment und jetzt gilt es aber einfach auch dran zu bleiben. Unterhaching hat das Pech gehabt, dass die ersten beiden Spiele der Restrunde ausgefallen sind und jetzt, dass die Partie in Rostock verloren ging, erst die 2. Saisonniederlage. Wie schwer ist sowas für eine Mannschaft zu verarbeiten, um in Rhythmus zu kommen, ganz allgemein gesprochen? Ja, ich glaube, dass Rostock da schon einen Vorteil hatte, dass sie schon eben das Spiel gegen uns und auch das Spiel gegen Braunschweig hatten. Ja, auch wenn die verloren gingen, aber sie waren schon in einem gewissen Rhythmus drin. Das hat man bei Haching gemerkt, dass einfach der Rhythmus noch gefehlt hat. Sie waren nicht zufrieden mit ihrem Spiel, können sie auch nicht sein, weil sie eigentlich eine bessere Leistung normalerweise gewohnt sind und auch bessere Leistungen abgerufen haben, vor allem vor der Winterpause und vor allem auch zu Hause. Deswegen wird es am Freitag eine ganz andere Mannschaft geben, die uns da gegenübersteht. Die sind jetzt im Spielbetrieb drin, haben jetzt das erste Punktspiel weg, auch wenn es eine Niederlage war, aber wollen jetzt natürlich
würde ich auf jeden Fall wettmachen. Und zu Hause in dem Sportpark sind sie wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft und eine sehr stabile Mannschaft gewesen in den letzten Monaten vor der Winterpause oder Wochen vor der Winterpause. Und deswegen erwarten wir natürlich da schon einen richtig harten Brocken. Und ja, es wird ein geiles Spiel. Haching denkt offensiv, wir denken offensiv. Ja, und jetzt geht es eben darum, wer hat vielleicht den Tick besseren Tag und vielleicht auch den Tick besseren Plan und steht vor allem defensiv vielleicht einen Tick stabiler als der andere. Vor der Partie am Wochenende hatte Unterhaching genau wie Osnabrück erst eine einzige Niederlage, eigentlich ein Wahnsinnswert zu dem Zeitpunkt in der Saison. Du hast schon einige Facetten angesprochen. Was macht diese Mannschaft so stark und vor allem auch so schwer zu bezwingen? Ja, ich glaube, dass es ein unheimlich guter Teamgeist ist. Ich glaube, dass die Mannschaft auch vom Präsident angefangen sehr, sehr eng zusammenrückt, sehr, sehr eng zusammensteht. Auch mit Trainer Klaus Schromm schon seit einigen Jahren dort ist. Ja, auch da über die Vereinsarbeit oder über die Führungsgremien einfach eine gute Arbeit machen. Und die Mannschaft einfach auch so ein bisschen ein eingeschworener Haufen ist, der vielleicht schon mal in Unterhaching war, den sie wieder zurückgeholt haben, dann auch sehr, sehr gute Charaktere dazugeholt haben. Wie ein Endres, den ich auch sehr, sehr gut kenne und schätze als Mensch und als Charakter. Ja, und der da natürlich da auch sehr, sehr gut reinpasst. Und sie machen es clever, sie machen es gut und wie gesagt auch vor allem sehr, sehr spielstarke Mannschaft, ja, die Fußball spielen kann, die aber auch jetzt in der Defensive nicht nur, dass sie wenig verloren haben und dass sie offensiv sehr, sehr stark sind, sondern sie arbeiten auch in der Defensive sehr, sehr gut in diesem Jahr, was ihnen letztes Jahr so ein bisschen, ja, ich sage mal, doch noch im Argen lag, ja, die Defensivarbeit, viele Gegentore und. Das haben sie dieses Jahr auch abgestellt, sind jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg und ist schon eine hohe Herausforderung, diese Mannschaft. Stichwort, letzte Frage, Stichwort menschlich. Sowohl von Agi als auch von Schmidi kamen nach der Partie in Braunschweig sehr positive Töne im Sinne von, wie sie sich fühlen und wie viel Spaß es ihnen derzeit wieder macht. Da sie ja 2 von 4 Leihspielern sind, ist das etwas, was auch, sagen wir mal, dem Verein gut tut, im Sinne von, sich als in der Richtung zu positionieren zu können, dass man Leihspieler hier wirklich, ich sag mal, hingeben kann? Ja, erstmal sind wir natürlich froh, dass solche Spieler da sind und dass wir diese Spieler zu uns lotsen konnten. Aber wenn sie keinen Spaß mehr hätten, wenn wir 4-mal hintereinander gewonnen hatten, dann hätten sie, glaube ich, ihren Job verfehlt. Also ich glaube, das ist schon mal das Einfache dann auch zu sagen, es macht richtig viel Spaß hier gerade im Moment. Wir wollen immer auch einen gewissen Spaß dabei haben, weil ich glaube, dass ohne Spaß es nicht möglich ist, Topleistung abzurufen. Ja, aber diese Jungs machen uns auch Spaß. Ja, sie versuchen alles umzusetzen, so wie alle anderen auch. Ja, auch die vielleicht jetzt gerade im Moment nicht ganz so zum Einsatz kommen, nicht ganz so die Einsatzzeiten haben, wie es sich jeder wünscht, sehe ich aber keinen, der sich irgendwo hängen lässt, sondern sie geben im Training alles und Aki und Schmidti sind jetzt natürlich auch auf einem sehr, sehr guten Weg, aber haben beide noch unheimlich viel Luft nach oben, sind beide noch sehr, sehr junge Spieler. Ja, Aki ist gestern 21 geworden, Schmidti ist sogar noch 20, von daher haben sie noch viel Potenzial vor sich und wir freuen uns natürlich, wenn sie sich hier bei uns dementsprechend entwickeln und es kann natürlich auch passieren, dass der ein oder andere junge Spieler merkt, okay, beim SVW in Wiesbaden kann man sich ganz gut entwickeln, da kommt man einen Schritt weiter und wir vielleicht dann auch in Zukunft den einen oder anderen dazuholen können. Dankeschön. Bitteschön.